Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Pokémon Fusion Generation 2. Um genau zu sein, ist das hier die zweite Folge. Falls ihr die erste verpasst habt, holt das gerne nach. Da hört ihr ein paar Sachen, was bisher passiert ist, was gerade los ist, warum ich hier in diesem Haus bin. Da ist die Fusionsmaschine im Übrigen aus dem ersten Teil. Ja, Bill wollte uns gerade irgendeine Geschichte erzählen und ich würde sagen, wir hören uns die jetzt erstmal an. Vor ein paar Jahren habe ich diese Maschine hinter uns fertiggestellt. Ich habe Fusion kreiert. Was ist los, Miri? Oh, es sieht plötzlich so anders aus. Du sagst, du hast so etwas schon mal gesehen? Sehr interessant. Bald sind zwei Gruppen aufgetaucht, Team Aqua und Team Magma, und haben sich zusammengetan, um sie zu klauen. Chaos hat sich verbreitet und ich habe gemerkt, dass ich einen Fehler begangen habe. Ein Trainer namens Brandon hat mir geholfen, das alles zu beenden. Und die Fusionen? Und die Fusion? Die Fusionen zurück zu fusionieren? Ja, zurück zu fusionieren. Aber cool, die Grafik hier. Brandon ist zurück nach Höhen gegangen, aber ich habe weitere Fusionen aufgespürt und versucht, sie zu separieren. Aber zu der Zeit sind sie schon überall auf der Welt gewesen. Ich habe sie auf einer Insel an der Küste von Sinnoh aufgespürt. Aber es gab so viele von ihnen. Ich wusste, dass ich Hilfe brauche, um diese ganze Insel zu erforschen. Oh nein, gehen wir jetzt auf die Insel? Ich habe den Teleporter erschaffen, ne? Und den Contest abhalten wollen, um einen starken Trainer zu finden, der mich begleiten kann. Aber seltsame Dinge haben angefangen zu passieren. Du meinst die Diebstähle? Ja, genau. Und jetzt, der Hack. Denkst du wirklich, das Boxensystem wurde gehackt? Ich fürchte, es sieht so aus, dass es überall auf der Welt passiert. Ich denke, wer auch immer dahinter ist, steckt auch hinter den Fusionen auf der Insel. Es könnte sein, dass jemand meine Forschung benutzt, um neue Fusionen zu machen. Und sie möchten nicht, dass ich dorthin zurückkehre. Also versuchen sie meinen Ruf kaputt zu machen und mich und mir Angst einzujagen, dass ich nicht zurückkomme. Das werden sie nicht hinbekommen. Du hast uns und wir werden dir helfen. Nun, danke. Aber vergesst nicht, dass keiner von euch kämpfen kann. Oh ja. Ich denke, die Hälfte der Pokémon gehört jetzt den Hackern. Klasse, super. Das ist wirklich eine ernste Angelegenheit. Hallo? Professor Eich, gut, Sie zu hören. Sie sind jetzt in Cherry Grove City? Tut mir leid, wir haben Sie verpasst. Es gab einen Zwischenfall. Miri? Ja, sie ist hier. Klar, das werde ich tun. Vielen Dank, Professor. Passen Sie auf sich auf. Miri, du hast ein Paket mit dir. Bei dir. Professor Eich sagte, aufgrund der Umstände brauchen wir es mehr. Lass es mich sehen, Miri. Ah, es enthält ein Indivier, ein Indivier, ein Vollriegel und ein Kanimani. Süß. Lind hat sie Professor Eich schicken wollen, weil es nicht mehr genug gab wegen dem Dieb. Ach so, Professor Eich hatte nicht mehr genug Starter. Ach so, okay, ich verstehe, er hatte nicht genug Starter und Professor Lind wollte ihm aushelfen. Ich habe eine Idee. Wir können sie benutzen für die Insel. Aber zuerst muss ich sie etwas verändern. Das ist keine einfache Entscheidung für mich. Aber ich werde sie fusionieren. Es gibt eine gute Chance, dass unsere Feinde auch welche haben. Also müssen wir uns anpassen. Ich denke, der Zweck heiligt die Mittel. Wie auch immer, wir können sie jederzeit zurückverwandeln. Entschuldigt mich für einen Moment. Darf ich gleich meinen Starter aussuchen?
fusioniert er alle drei miteinander? Oder eigentlich, wir sind ja zu dritt, ich meine, dann wird es am Ende drei Fusionen geben, oder? So, einer für jeden von euch. Miri, du darfst zuerst. So. Oh nein! Das ist so süß. Okay, was haben wir hier? Oh, das ist das Kanimani. Totobi. Alle mit Evoli fusioniert. Oh, guckt mal. Die sind. Oh, das sieht ja cool aus. Die sind alle die sind alle animiert, die Fusion. Oh, das ist aber sehr schön. Guckt euch die mal an. Ich finde, das sieht tatsächlich fast am langweiligsten aus, oder? Welche von den drei Fusionen würdet ihr nehmen? Schreibt das mal gerne in die Kommentare, das würde mich interessieren. Ich finde die nämlich, ehrlich gesagt, alle eigentlich cool. Obwohl ich Endivia eigentlich gar nicht mag, finde ich die Fusion von Endivia sehr, sehr schick eigentlich. Ich habe mir auch noch nicht wirklich Gedanken gemacht, welches ich nehme, aber da ich eigentlich immer Wasser nehme bei neuen Spielen und weil ich Kanimani ganz besonders als Starter mag, denke ich, werde ich Kanimani nehmen. Kanivoli. Kanivoli. Kanili. Keine Ahnung, wie der deutsche Name wäre. Ich werde das hier nehmen. So. Würde mich natürlich interessieren, welches von den drei ihr genommen hättet, wenn ihr die Wahl gehabt hättet. Vielleicht, wenn ich dran denke, gibt es eine Abstimmung. Kann mir das vielleicht mal aufschreiben, dann denke ich da eher dran. Wenn nicht, dann könnt ihr mich gerne in den Kommentaren dran erinnern, dass ich vergessen habe, die Abstimmung zu machen. Dann kann man das, glaube ich, auch am besten sehen, wer was genommen hätte am Ende. Ob ich da die schlechteste Wahl getroffen hätte oder so. So, cool, dann werde ich das hier nehmen. Okay, dann nehme ich das letzte. Dann, das bedeutet, das letzte ist deins, Katze. Oh, Katze kriegt den Rest. Oh, traurig. Sie haben ganz schön viele Evoli, Bill. Ja, ich komme aus einer langen Linie von Evoli-Züchtern. Also wie kommen wir jetzt auf diese Insel? Geht raus. Sind wir schon da? Gucken wir unseren neuen Freund an. Das ist Balui. Er ist ein Kanimani mit Öhrchen. So. Okay. Ich denke mal, das Wesen ist tatsächlich ganz okay. Ich hoffe es mal. Wir gucken mal, was für Attacken lernen kann. Wir gucken mal, was noch so alles passiert. Ich bin gespannt. Wow. Willkommen auf den Spleißen-Inseln. Cool. Tut mir leid, dass es dunkel ist. Abends aufnehmen bei solchen Spielen ist irgendwie immer doof. Habe ich nicht mehr dran gedacht. Cool. Da hat sich jemand richtig Mühe gegeben. Es ist so krass, diese Rundfahrt. Da hat jemand richtig krass Story-Elemente eingebaut. Das ist sehr schön. Sie sagten doch, dieser Ort ist in der Nähe von Sinnoh. Es ist verrückt. Ich habe hier mein ganzes Leben gelebt und noch nie davon gehört. Manche Leute glauben nicht mal, dass dieser Ort existiert. Es ist schwierig, hierher zu kommen mit traditionellen Mitteln. Ich weiß nicht mal selbst viel darüber. Darum kann ich es kaum erwarten, hier zu erkunden. Worauf warten wir? Los geht's! Gibt hier Pokémon Center. Pokémon Märkte. Was ist, wenn mein Pokémon down geht? Was ist, wenn ich Hunger habe? Was ist, wenn ich auf Klo muss? Was... Das hier ist nicht gut durchdacht. Wo sind alle hin? Wo sind alle hingegangen? Sie haben mich allein gelassen. 5 Sekunden auf der Insel und ich bin schon alleine und habe mich verlaufen. Unglaublich. Wo sind alle? Die haben mich zurückgelassen. Die haben mich wirklich zurückgelassen. Hallo? Sind alle gegangen? Kann ich hier irgendwo hoch? Hallo? Muss ich hier eine Wiese? Es ist ein... Oh. Ein... Es ist ein Radrad. Radrad. Will jemand ein Radrad? Möchte jemand ein Radrad haben?
Möchte jemand ein Radrad? Ich hätte hier ein Radrad. Es ist ein gutes Radrad. Es ist das beste Radrad, das man sich wünschen kann. Kann ich es fangen? Das ist sehr traurig. Warum habe ich keine Pokebälle? Oh nein. Es hat dieses blöde Zurückspring-Bug drin, den manche Fangames haben. Yay, Baloui. Wo sind alle hin? Wo kann ich Pokémon heilen? Was, wenn meine Pokémon down gehen? Habe ich irgendwas übersehen? Wo sind alle hin? Hallo? Die haben mich halt einfach tatsächlich allein gelassen. Was ist los mit denen? Habe ich irgendeine Treppe nicht gesehen? Die haben mich einfach hier allein gelassen. Mit lauter Radrats. Ich bin auf einer einsamen Insel voller Radrats. Fies. Aber ich mag Baloui. Baloui ist eine gute Fusion. Baloui, das Radrad würde dich doch hoffentlich jetzt nicht fertig machen, oder? Ich habe gar nichts zum Heilen. Was soll ich denn tun? Was, wenn ich jetzt Game Over gehe? Wo sind alle hin? Muss ich? Ach, hier. Hey, Süßes. Möchtest du mit uns kommen? Ich fürchte, keiner von uns wird irgendwo hingehen. Die Vegetation wird uns davon abhalten, weiter reinzukommen. Habt ihr Leute das gehört? Ich habe nichts gehört. Ich auch nicht. Hier ist es unheimlich. Da ist es schon wieder. Es kommt von da drüben. Lauft, was auch immer es ist. Nein! Was ist passiert? Meine Ohren sind alle weg. Es ist ein Drama. Es ist ein einziges Drama. Welcher Liga-Champion hat keine Ohren? Hey, wo ist das Mauzi hin? Mauzi? Warte, bis ich dich erwische. Leute, wir sollten nicht blind wegrennen und mich zurücklassen, bitte. Ich guck, was da ist. Ich guck anscheinend nicht, was da ist. Wo seid ihr hingerannt? Oh, was macht das Mauzi da oben? Hey, komm runter! Gib mir meine Orden zurück, oder? Du kriegst wirklich Ärger. Ich denke, du kriegst Ärger. Hast du gerade geredet? Was passiert hier? Wir nehmen eure Fusion und dann werden wir euch von dieser Insel verscheuchen. Das passiert hier. Wir wissen, dass ihr sie habt. Gebt sie uns. Oder sonst? Oh nein! Es ist einfach die Rob. Und zwar Jesse und James. Oh. Jetzt gibt's Ärger und es kommt noch härter. Wir wollen über die Erde regieren und bla bla bla. Und ich habe die Zeit gelacht, in der sie ihren Spruch aufgesagt haben. Es tut mir so leid. Gebt lieber auf und bekämpft uns nicht. Miaus, genau. Mein Pokémon ist einfach fast tot. Ich hoffe, Dawn, du, Oh, Baloui ist wieder geheilt, sehr schön. Ich kümmere mich um das hier. Gut, wir kümmern uns beide um das hier. Ach nee, was machen denn die Inkompetenten da? Das gibt es ja nicht. Sind das die zwei, die noch zu Giovanni halten? Oh, bitte nicht. Seid ihr denn doof? Ja, sind sie. Das ist eine blöde Frage. Krieg ich es jetzt down? Hat Baloui schon angegriffen? Nee, jetzt. Warum ist Baloui fast down? Was soll denn das? Das ist nicht nett, aber ich habe ein Level up. Okay. Wow, ich habe eine sinnvolle Attacke gelernt. Oh wow, das kriegt uns gut two-hitted. Krass. Hörst du bitte auf, nur seinen Angriff zu senken? Das bringt halt gar nichts. Wenn wir jetzt gegen die zwei Inkompetenten verlieren, oh, weil du vergiftet bist, ne? Dann gibt das aber Ärger. Es gibt schon einen Grund, warum ich das Ding nicht angegriffen habe. Boah, wir kriegen das halt so... Ich weiß halt nicht, ob es sinnvoll ist, wenn ich einen Sandwirbel einsetze. Ehrlich gesagt.
das... Oh, jetzt hör doch auf, nur seinen Angriff zu schwächen. Hör auf, mich zu vergiften. Palui weicht die ganze Zeit im Gift aus. Palui gibt sein Bestes. Aber leider stirbt Chikovi am Gift. Das konnte mal mit angreifen. Dankeschön. Und critten. Das wäre nett. Oh, jetzt... Oh, Palui. Palui konnte der Vergiftung nicht mehr standhalten. Er ist auch vergiftet. Naja. Wenn Chikovi jetzt auch angreift, kriegen wir es down. Chikovi! Um Himmels Willen, wenn jetzt der Kratzer nicht reicht, ne? Okay, alles gut. Es hat gereicht. Alles gut. Ja, das war wieder ein Schuss in den Ofen. Da habt ihr recht. Das ist dämlich. Sind sie gerade explodiert? Das macht gar keinen Sinn. Ich weiß... Es ist einfach gegen jedes Gesetz der Physik. Nein, ich meine, Team Rocket hat sich aufgelöst. Sie können sich nicht so schnell wieder reformieren und so etwas machen wie das hier auf der Insel. Sie sind sicher nur die Spitze des Eisbergs, da bin ich mir ganz sicher. Es gibt jedenfalls nichts anderes für euch zu tun auf dieser Insel. Miri, Dorn, Katze? Wo ist Katze? Fische fangen, ich weiß es nicht. Miri? Don? Bill? Leute? Wo seid ihr? Wer ist da? Zeig dich! Denkst du wirklich, dass du dich verändert hast? Hä? Du denkst, deine Pokémon fühlen sich immer noch so? Meine Pokémon? Weißt du, wo sie sind? Ich weiß alles über dich. Ich weiß, wie du sie behandelt hast. Ich war nicht immer der beste Trainer, aber ich bin besser geworden. Wir sind zusammengewachsen. Bitte, ich möchte sie zurückhaben. Was ist damit, was sie wollen? Komm, ich zeige dir, wie sie sich fühlen. Das macht keinen Sinn, er ist einfach verschwunden. Du glaubst doch nicht, dass ihm was passiert ist, oder? Ich weiß nicht. Irgendwas stimmt hier nicht. Ich möchte, dass ihr zwei alles rausfindet, was ihr könnt über diese Insel. Was willst du tun, Bill? Ich werde hier bleiben. Jemand muss nach Katze sehen. Und ich bin noch nicht fertig mit erkunden. Okay, nun... Dann werde ich zurückgehen. Die Bücherei dort hat vielleicht Informationen zu der Insel. Eine gute Idee. Miri, warum gehst du nicht nach Höhen? Ich denke, du musst nachsehen, was mit Team Aqua und Team Magma ist, ob sie etwas damit zu tun haben. Ihr letzter Anführer Wally lebt in, ich habe Verdanturf Town, okay, keine Ahnung, wie die auf Deutsch heißt. Ich weiß es nicht. Finde heraus, ob er irgendwas damit zu tun hat. Und noch was, ihr habt meine Erlaubnis, die Fusionsmaschinen zu benutzen. Ich kann eigene Fusion machen? Was? Ihr könnt jede Fusion machen, solange ihr die Daten im Pokédex habt. Ihr könnt auch Fusionen wieder separieren. Benutzt einfach das Teil auf der rechten Seite. Viel Glück. Okay. Da bist du, Miri. Bereit? Lass uns sehen, ob wir das hier rausfinden können, wie es funktioniert. Okay. Erster Halt, Sinnoh. Bis später, Miri. Sei vorsichtig und halt den Kontakt zu mir aufrecht. Okay. Nimm das hier auch. Pokebälle. Okay. Oh, Miri, wir sind ein tolles Team, aber ich möchte immer noch, dass wir bald kämpfen. Du bereitest dich besser darauf vor. Katze, was tust du? Was passiert? Wo bin ich? Hallo? Du, ich wusste, dass du dahinter steckst. Du denkst, du weißt alles, nicht wahr? Aber glaub es oder nicht, das ist zu deinem eigenen Besten. Du hast recht, ich glaube dir nicht. Deine Freunde stecken in großen Schwierigkeiten. Ihr habt einen großen Fehler gemacht, hierher zu kommen. Diese Inseln sind gefährlich. Das ist der einzige Ort, an dem du sicher sein wirst. Du meinst,
Wir sind immer noch auf der Insel. Du stellst besser keine Fragen mehr. Also, wirst du mich hier einfach gefangen halten? Du, deine Freunde werden es noch viel schlimmer, wird es noch viel schlimmer treffen als dich. Ich habe dich gewarnt, mir in die Quere zu kommen. Sei froh, dass es, dass das das Schlimmste ist, was dich erwischen wird. Du bist verrückt? Ich bin dein Vater. Zeig etwas Respekt. Warum verdienst du ihn dir nicht? Lass mich gehen. Giovanni? Lass mich gehen. Giovanni! Meine Fusion! Okay, ich hab dich immer noch. Ich verspreche, ich werde auf dich aufpassen. Ich würde ihm das nicht sehen lassen. Wer bist du? Ich bin ein Gefangener, so wie du. Wer sind sie? Es gibt 4 von ihnen. Okay. Hat mein Vater dich hier auch eingesperrt? Der Typ, mit dem du geredet hast? Nein, er ist hier ziemlich neu. Was? Wie weißt du das? Wie lange bist du schon hier? Seit 6 Jahren. Sie haben mich gefangen und ich bin seitdem hier. Oh Mann. Oh Mann. Wie nervig. Würdest du dich bitte darum kümmern, meine Liebe? Mein Lieber, was auch immer. Das ist Bill. Was geht hier ab? Oh nein. Also ich bin sehr begeistert von dem Spiel. So ein bisschen. Ich weiß nicht, ob man das merkt. Ich hoffe, ihr habt daran genauso viel Spaß wie ich. Wäre schön. Ja, wir sind anscheinend jetzt in Höhen. Ich würde sagen, das erkunden wir dann morgen in der nächsten Folge. Dann hoffentlich bei Tag. Ansonsten würde ich sagen, macht es gut. Bis zur nächsten Folge. Seid gespannt. Ich bin es nämlich. Ich freue mich auch auf die nächste Folge. Und ansonsten macht es gut und tschüss.